Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich kann keine Stufen steigen. Und wir haben einiges vor in dieser Aufnahmesession. Oh, guck mal, da ist Nickelerz. Und wir gucken einmal kurz nach der Energie. Okay. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir wieder Energie haben. Achso, die laden unten gerade auf. Ich wollte gerade sagen, hä? Und ich habe Kommentare bekommen, dass ich hier, auf das Zeug hier quasi zugreifen kann. Aber das hier ist ja nur der Vorrat, den wir hier haben. Aber nicht das, was hinten drin ist. Hier hinten drin wird ja alles Zeug gelagert, was wir abbauen. So, das hier ist ja nur mein Vorrat, den ich selber reinpacken kann. Aber wie komme ich jetzt an das Zeug, was hinten dran ist? Das ist hier die Frage. So. Täuschkörperschacht. Ach, Täuschkörperschacht. Ich dachte, das wäre Torpedoschacht. Naja, gut. Wissen wir Bescheid. Was, schwimmt da gerade rum? Okay. Alles gut. Wir sind hier gerade mitten im Nirgendwo. Und versuchen quasi weiterzukommen. Guck mal, wie cool. Oh, der ist voll nah gekommen. Über uns ist unsere Basis. Wir sind hier unten in der Hölle und wir haben einiges vor in den nächsten Folgen. Wir müssen uns nämlich vorbereiten. Mir wurde gesagt, es könnte eventuell sein, dass es nach dem, wie hieß der, Seedrache? Nach dem Seedrachen noch ein bisschen weitergehen soll. Bis zu 3000 irgendwas Meter. Ja. Das ist uncool. Das heißt, wir müssen am Seedrachen vorbei. Was so viel heißt, dass wir ein Schild bauen müssen für unser Viech hier. Täuschkörper. Ich habe keine Ahnung, wie diese Täuschkörper funktionieren. Das heißt, ja. Ich muss mich halt überraschen lassen. Ob ich das hinkriege. Ach Gott, ja. Was soll ich sagen? Ich dachte eigentlich, wir sind so gut wie am Ende. Offensichtlich nicht. Ich muss kurz gucken, wo wir stehen geblieben sind. Wir wollten höchstwahrscheinlich das Tiefenmodul für die Krebs bauen, um unten abzubauen. Dafür brauche ich doch Kyanid. Ich komme bis 1000 Meter Tiefe, 900 Meter Tiefe, glaube ich, mit dem Krebs, oder? Ich muss das kurz checken. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt rauskomme. Wir haben ja noch überhaupt kein Tiefenmodul. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Aha. Yeah, Hilfe! Danke! Bring mich zu meiner Basis, bitte! Oh fuck. Nicht runter! Nicht runter! Scheiße, wir haben ein kleines Problem. Oh Gott! Ich darf jetzt hier nicht kaputt gehen. Muss mal ganz kurz meinen Schubdüsen aufladen. Okay, das ist eine scheiß Position für Bertha. Ja. Okay. Hier dürfen wir also unten noch rumlaufen. Das Problem ist, ich kriege kein Tiefenmodul 1 hin. Ah. Wie machen wir das jetzt? Warte mal kurz. Wie baue ich denn jetzt ein Tiefenmodul 1?
Ich müsste wieder hoch. Oh nein, ich will aber nicht hoch. Okay, überlege, Sire, überlege. Wie löst du jetzt dieses Problem? Ich muss 800 Meter hoch in die... Ich könnte versuchen... Was könnte ich denn versuchen? Zu Fuß hoch? Es sind aber 900 Meter. 800 Meter. Ich brauche dieses Tiefenmodul. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ach Gott. Weil hier kann ich ja nur Tiefenmodul 2 bauen. Aber ich brauche ja das 1. Sonst komme ich ja nicht voran. Und das kann ich halt nur oben bauen. Ich weiß. Wir müssen es ganz umständlich machen. Okay. Alles gut. Alles gut. Wir müssen es halt umständlicher machen als nötig. Wir müssen nämlich ein Tauchdock bauen. Oh, bitte sag mir, dass ich noch Schmierstoff habe. Oh, bitte sag mir, dass ich noch Schmierstoff habe. Wenn ich noch Schmierstoff habe, ist alles in Ordnung. Okay. Ich glaube, wir kriegen das hin. Okay, was wollte ich? Ach, irgendwelche Tasten drücken wollte ich. Titanbarren und 2 Blei. Blei haben wir am Start. Titanbarren, kriegen wir Titanbarren noch hin? 2 Stück? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Das dazu, dann brauche ich ein Stück Blei. Habe ich zum Glück auch noch hier. Halt, was habe ich da? Ach, Zyklopa, okay. So, jetzt habe ich das Stück Blei. Jetzt müssen wir es quasi hinkriegen, das Tauchdock hinzubauen, ohne dass ich irgendwas verkacke. Das kann ja lustig werden. Alter, schreib mir doch nicht so ins Ohr. Okay. Das Tauchdock. Wie binde ich das denn jetzt da an, damit das... Muss ich vorher ein Segment bauen? Das da ran tun? Ach, komm! Okay... Hier ist ja nix. Nehme ich überhaupt auf, ja? Kurz mal gucken. Also gut. Vielleicht nicht die beste Idee, das Tauchdock hier ran zu tun, ne? Ich verstehe nicht, wie das Tauchdock funktioniert. Wieso geht das da nicht ran? Das muss doch hier rangehen. Okay, da wird es auf jeden Fall nicht funktionieren. Weißt du was? Ich baue es jetzt einfach hier hin. Etwas riskieren. Wir speichern. Ich baue den Schissel auf. Oh, gut. Das funktioniert. Oh, oh.
Oh, oh. Oh, scheiße. Ich brauche Titan. Ah. Alles so riskant hier. Ich hoffe, ich habe noch 3 Titanen. Oh Gott, des Willen. Ja, 2 Titanen. Herzlichen Glückwunsch. Hey, 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 hey. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Hier habe ich noch Kreaturen. Oh. So, okay. Muss ich natürlich von innen bauen, ne? War ja so klar. Dass der Kernreaktor voll Wasser läuft, ist auch ein bisschen ungünstig, oder? Wo ist mein Tauchdock? Okay, da kann ich es auch hinmachen, rein theoretisch. Machen wir es hier hin, ja. Bei 0,7, perfekt. Jetzt müssen wir alles nur noch reparieren. Und dann können wir rein theoretisch schon unseren Hans-Dieter da reintun. Ich hätte einfach das hier abreißen sollen, oder? Ja, gut, jetzt haben wir es. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es nochmal. Vielleicht machen wir hier wirklich eine richtig schicke Basis hin, wer weiß. Vor allem der Druck ist doch hier eigentlich extrem hoch, ne? Hull integrity restored. Draining systems initiated. Wie cool! Jetzt haben wir hier auch einen Tauchdock. Okay. So viel dazu. Jetzt bewegen wir den Zyklopen ein bisschen nach vorne, damit unser R-Wert nicht runterfliegt. Oh Gott, ich habe Licht angemacht. Ich muss endlich Energie sparen. So. Uiuiui. Ach, ich wollte Herbert mitnehmen. Was mache ich denn da? Welcome aboard, Captain. So. Ach Gott, hier fehlt ja noch die Hälfte. Oh mein Gott. Oh, okay, wir brauchen Fahrzeugerweiterungskonsole. Computership, Kupferdraht. Ach nein. Oh, ich hoffe, wir kriegen das alles noch hin. Oh nein. Computership und Kupferdraht. Oh, was ein Theater. Oh, was wir alles machen müssen. Oh, das ist so. Oh, das ist so ärgerlich. Okay. Habe ich doch irgendwas hier, was ich davon vielleicht hergestellt habe? Habe ich überhaupt Kupfer? 2 Kupfer. Damit komme ich eventuell nicht allzu weit. Irgendwer hämmert hier gegen mein Boot. Der wahrscheinlich, der Kollege, ne? Okay, folgendes. Jetzt habe ich ja hier einen super Eingang. Ist das ein Ei? Nein. Okay. Wir suchen nach Kupfer und hoffentlich, ich hoffe es inständig, dass hier Kupfer in der Nähe ist. Nickel? Erzieht euch!
So, Kupfer, da Kupfer. Okay, alles gut, alles gut. Wir haben hier Kupfer in der Nähe. Ach komm. Ein Stück Kupfer. Oh, ich sehe schon. Ein bisschen mehr als ein Stück, okay. Dann nehmen wir doch glatt mal Herbert mit. Und mit Herbert holen wir uns das Kupfer, das wir benötigen. Wieso war gerade in Herbert... Wasser. Ey, das ist Silber! Selber schuld, Kollege, selber schuld. Ah, Kupfer. Okay, das war seltsam. Okay. Alles gut, wir haben Kupfer in der Nähe. Ich hoffe, wir haben wirklich alles, was wir brauchen. Oh, wenn nicht. Oh, wie scheiße wäre das denn? Übrigens, mein Greenscreen dreht ja mal völlig durch in dieser Umgebung, oder? Kann das sein? Ist ja ohnehin alles grün. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu durchsichtig werde. Das hatte ich ja schon mal bei Subnautica, dass ich einfach komplett durchsichtig wurde, weil ich hier im grünen Wasser rumgeschwommen bin. Das war ein bisschen strange. So, also, wir müssen noch ein Schild bauen. Wir müssen Täuschkörper bauen. Wir müssen das Kyanid einsacken. Oh Gott, wir haben noch so viel zu tun. Wir werden hier auf jeden Fall in dieser Basis wohl doch ein bisschen länger bleiben als gedacht. Also war es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, uns hier aufzubauen. Hä? Was ist uns hier auf, hier rumzuspielen? War wohl so wert. Oh. Ach, du willst mich doch verarschen. Komme ich da echt nur ran, indem ich... Nee, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Wie bin ich durch Herbert durch? Ich muss an meinen Erz kommen. Und ich komme an den Vorrat nur ran. Oder war es doch der Vorrat? Es kann sein, dass das doch der Vorrat war. Hier haben wir die Module. Oh, das ist wirklich unser einziger Vorrat. Okay, alles gut. Nee, dann habe ich nichts gesagt, Kollege. Dann hast du recht gehabt. Ich habe aber jetzt leider den Namen des Kommentarschreibers nicht gemerkt. Aber du darfst dich angesprochen und gegrüßt fühlen. So, okay. Wir haben alles Zeug, was wir brauchen. Dann gehen wir mal wieder zu Bertha. Ein Hin- und Hergelaufe hier. Wir brauchen nämlich Kupferdraht. Check. Wir brauchen Computerchip. Dafür brauchen wir noch ein Kupferdraht, okay. Gold- und Tischkorallenprobe. Zum Glück habe ich mir da eine kleine Reserve mitgebracht. Viel habe ich aber nicht mehr. So langsam sollten wir... Ach doch, ich habe hier noch was. Zu Ende sein. Aber gut, wir haben noch Tischkorallenprobe und Ende. Das passt schon. Und Computerchip. Okay, das dazu. Jetzt fehlt noch dreimal Titan. Titan hatte ich hier irgendwo noch, ne? Ich meine, ich bin mir schon sicher, dass hier irgendwo noch Titan rumfleucht. Oh. Ja, nee, das lohnt sich nicht, da jetzt einen Computerchip reinzusetzen. Noch nicht. Okay.
Ich muss sagen, bei Subnautica vergeht die Zeit so schnell. Ist unglaublich. Okay. Machen wir es wie bei der anderen Basis hier hin, oder? Wollen wir es hier hin machen? Ey, wir machen es wie bei der anderen Basis hier. So, okay, Herbert. Farben sind in Ordnung. Okay. War das gar nicht hier? Ah! Kurzer Schock. Plastalbaren und zwei Rubinen. Ja, das ist gar kein Problem. Plastalbaren kriegen wir hin. Ein Stück? Ne? Das war ein Plastalbaren, ne? Ja. Gut. Das dürften wir hinkriegen. Das dürfte nicht das Problem sein. Oh, oh, ich sehe keinen Titan. Oh, alles gut. Alles gut. Wir haben Titan hier. Aber wir müssen wahrscheinlich auch wieder in großen Mengen, ne? Gut, dass wir Herbert mitgenommen haben. Herbert war die richtige Entscheidung. Genau da an der Ecke. Alles klar. Okay. Nehme ich mit. Gut, dann haben wir gleich das Tiefenmodul 1, können das Kyanit von unten holen. Da werden wir auch zu Fuß hingehen mit unserem Herbert. Bitte? Was ist los? Oh Gott. Okay, dann werden wir halt zu Fuß darüber gehen. Das Kyanit holen. Tiefenmodule ausbauen für Herbert und Bertha. Und dann bauen wir noch das Schild und den Täuschkörper. Den Täuschkörper schießen wir los, wenn wir den Seedrachen sehen in seine Richtung. Und dann fahren wir an ihm vorbei mit Bertha. Was natürlich eigentlich scheiße ist. Vielleicht versuche ich einfach komplett mit Herbert durchzugehen. Aber wenn die Kackbratze mich in Herbert sieht, dann bin ich am Arsch. Aber selbst wenn der Bertha angreift, bin ich genauso am Arsch. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil wenn der Bertha umbringt, also zerstört, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Dann dürfte eigentlich Herbert mit drauf gehen. Und ich glaube, das ist nicht der einzige Seedrache. Also müssen wir doch mit Bertha durchkommen. Okay. Was ein Stress. Okay. Was würde es mich kosten? Ja gut, habe ich ja nicht hier. Ja, ich habe nämlich keine Lust, jedes Mal zu Bertha zu gehen, wenn ich was bauen will. Aber die meisten Sachen sind eh in Bertha drin, also komm. Okay. Titanbahn. Was brauchen wir nochmal für Plastalbaren? Lithium zweimal. Gerade noch so. Aber Lithium finden wir ja auch. Ist ja auch kein Problem. Okay, somit können wir... Was war das? Rubin? Ich glaube zwei Rubine. Ich glaube, es waren zwei Rubine. Eins. Zwei.
Bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, was da alles fehlte. Okay, es waren zwei Rubine. Ah, Tiefenmodul! Okay. Alter. Hey, ich will... Katze. Hallo? Okay. Bin einfach durchgeflogen. Ich würde gerne Dinge einbauen. Aber es geht offensichtlich nicht. Okay. Welcome aboard, Captain. Dann anders. Dann gehen wir halt in Bertha rein dafür. Habe ich auch keine Schmerzen mit. Tiefenmodul 1. Zerstörungstiefe und 1300 Meter. Okay, Freunde. Wir haben die Hälfte geschafft. Als nächstes kommt das hier. Und dann können wir mit ihm überall rumlaufen. Dafür brauchen wir 3 Kyanid. Das holen wir dann in der morgigen Folge einfach. Und dann geht's los. Und dann brauchen wir halt noch... nochmal 3 Kyanid. Und dann haben wir für den Zyklopen nochmal eine maximale Tiefe. Okay, dann brauchen wir halt noch... Schildgenerator. Polyanilin. Das kriegen wir ja hin. Das ist kein Problem. Okay. Das sind die Pläne für die nächsten Folgen. Ich hoffe, wir kriegen das alles hin. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.